So, Freunde, die ganze Thematik rund um Aline Bachmann gerät langsam wirklich außer Kontrolle. Alles, wirklich alles Mögliche Private von ihr wurde geleakt. Wir werden im Laufe des Videos genauer auf all das Geleakte eingehen, natürlich alles zensiert. Während wir auf das Video reagieren, Aline Bachmann bekommt Morddrohungen und ihre Mutter wurde geschlagen. Alles fake. Haltet euch fest, das ist nicht mehr normal. Nennt es Karma, nennt es was ihr wollt, aber da sind ein paar wirklich unschöne Dinge dabei. Dein Kind hat gesehen, wie du meine Mutter geschlagen hast. Ich bin sprachlos, ich bin fertig mit der Welt, aber das habe ich noch nie erlebt. Du hast gerade eben gedroht, mein Kind umzubringen. Ist dir das eigentlich bewusst? Ich habe vor diesem Menschen Angst, er ist ein Monster. Ich habe gesagt, Mama, er kommt und er kam. Und nicht nur das, ich zeige euch mal einfach einige der Sachen. Wie gesagt, natürlich alles verpixelt. Also, wie schon erwähnt, ihre Adresse, ihre Telefonnummer, die Nummer ihres Studios, Geburtsdatum, Mailadresse wussten wir schon, von ihrer Mutter, Geburtstag, Adresse, Haustelefon und immer wieder mit irgendwelchen Bildern aus ihrer OP. Und ich entschuldige mich hier an der Stelle einfach mal bei meinem Cutter Daniel, Kuss geht raus, tut mir leid, dass du dir das angucken musst. Naja, weitere Bilder ihrer OP werden geleakt, wie sie da auf dem OP-Tisch liegt mit der ganzen überschüssigen Haut. Bild von ihrem Personalausweis. Darunter steht halt, wie viel Aline wohl mit ihren bezahlten Stories verdient. Bewerbungsunterlagen von ihr. Der Bruder wurde geleakt, jetzt abgesehen von der Mutter. Ihr Freund wurde geleakt. Schufa-Einträge von ihr wurden geleakt. Also ihre Schufa-Bonitätsauskunft. Ihr Führungszeugnis. Ihr Konto bzw. ihr Kontostand, was eigentlich schon sehr betrachtlich ist, wer ihr wie viel Geld gezahlt hat. Diesbezüglich hat Aline so reagiert. Meine Daten wurden geleakt von irgendeinem Hacker, NWO. Und um das gerade zu stellen, weil es nicht die NWO war, sondern die NRR, schreiben die folgendes. Nochmal für dich, Dummchen. Wir sind nicht die NWO oder solche komischen Drachenlord-Hater. Die NRR steht ein für Opfer, die durch Betrüger wie dich leiden. Wir werden dich mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dingfest machen. Knaststaffel kommt, keine Sorge. Am besten, du spendest heute noch 10.000 Euro an krebskranke Kinder oder wir veröffentlichen deine Abzockgeschäfte. Und ihr habt das ja alle mitgekriegt, auch hier bei mir auf dem Kanal, was Aline abgezogen hat in letzter Zeit. Und nicht nur in letzter Zeit, sondern sie ist einfach eine Person, die ganz, ganz dringend Hilfe benötigt. Denn das, was sie gerissen hat, allein schon die Thematik mit der Eiche, ist schon unter aller Sau. Natürlich werden auch weitere Schufa-Einträge gepostet und die schreiben, wie es sich für eine Frau, die ihr Leben vollkommen im Griff hat, gehört, dürfen Schufa-Einträge natürlich nicht fehlen. Und dann eine Auflistung ihrer Einträge. Zudem werden auch einige Vollmachten, die Aline ausgestellt hat, geleakt. Unter anderem eine Vollmacht an ihren derzeitigen Freund, so wie es aussieht. Um mit der deutschen Bürokratie möglichst wenig in Kontakt zu kommen, sind derartige Schreiben wie diese Forderung in der Welt von Aline Bachmann gang und gäbe. Die Vollmacht wird einfach an einen ihrer nahestehenden Bekannten übertragen, damit sie ein sorgenfreies Leben führen kann. Der zweite Tag des Bachmann-Games hat schon gezeigt, mit welcher Intelligenzbestie wir es zu tun haben. Hauptsache Aufmerksamkeit generieren können, wo es nur geht. Wir haben diese Angelegenheit investigativ aufgedeckt. Zudem wurden auch weitere, sehr private Verträge etc. veröffentlicht. Zudem veröffentlichen die auch E-Mail-Verkehr zwischen Aline Bachmann und diversen Kooperationspartnern. Hier zum Beispiel E-Mail-Verkehr zwischen ihr und Perfect Body DNA. Da seht ihr einfach mal, wie das abläuft mit den Placements, wie man solche Angebote erhält und wie man preislich dasteht für 8 Instagram-Stories, 1000 Euro. Das geht halt hin und her. Zudem werden die Leute, die halt dieser Telegram-Gruppe hier folgen, aufgefordert, ihr seid herzlich dazu eingeladen, die hier genannten Unternehmen zu kontaktieren und über Aline aufzuklären. Je mehr sich melden, desto besser. Das heißt, im Endeffekt wurden alle Werbepartner geleakt, die privaten E-Mail-Verkehrs- bzw. Chatverläufe, Unterhaltungen wurden dementsprechend auch geleakt. Man weiß jetzt, mit wem sie kooperiert bzw. kooperieren noch will. Die Leute werden dazu aufgefordert, diese Kooperationen zu canceln, indem die halt vieles von Aline offenlegen. Und ihr wisst ja, wie diese Cancel-Culture heutzutage funktioniert.
funktioniert, solche Firmen werden sich sofort von dieser Person distanzieren. Das heißt, sie verliert ihre Einnahmequellen und muss sich wohl oder übel aus dem Internet entfernen und eventuell einen normalen Job suchen. Und weiterhin werden richtig eklige Bilder von ihr veröffentlicht, von der OP mit der ganzen Haut, die man weggeschnitten hat und wieder zusammengenäht hat. Ebenso wird ihre Vodafone-Rechnung veröffentlicht, samt Rechnungsnummer, samt Kundennummer. Und natürlich darf auch die Liste der ganzen eingehenden und ausgehenden Nummern nicht fehlen. Man sieht, sie hat sehr, sehr oft telefoniert. Natürlich auch hier wieder alles verpixelt, denn jede einzelne Nummer, die rein oder raus ging, ist einsehbar. Hier die nächste Seite und natürlich auch ihre Nummer veröffentlicht, plus weitere Nummern, die angerufen wurden. Und noch weitere Nummern. Und noch weitere Nummern. So, und jetzt weiter mit dem Video. Willkommen, Aline Bachmann heute im Fokus. Ich habe ja gerade eben erwähnt, dass persönliche Daten von Aline Bachmann jetzt überall im Internet zu finden sind. Und was, glaubt ihr, ist natürlich passiert? Es sind Leute zu ihr nach Hause gekommen. Leute sind gekommen und haben Fotos gemacht, haben die dann gepostet. Leute sind gekommen und haben Sturm geläutet, mitten in der Nacht sogar. Es ist permanent das Telefon am Klingeln, das private und eben auch das Haustelefon. Auch bei ihren Eltern ist die ganze Zeit nur am Klingeln. Es ist halt wirklich der Horror gerade. Und ich weiß, was sich viele Leute gerade denken. Geschieht ihr recht? Ja, das war gerade das Video von Just Nero, was er eingeblendet hat. Meine Meinung diesbezüglich kennt ihr ja. Meine Reaktion habe ich auch schon was dazu gesagt. So, okay, es gibt einige Grenzen, die wurden hier definitiv überschritten. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wie nennt man das nochmal? Karma? Das Ding ist halt, irgendwo gibt es halt auch Grenzen und das ist halt für mich auch die private Adresse. So, wenn jetzt irgendwer von euch zu mir nach Hause kommen würde, dann würde ich euch sagen, es ist jetzt deppert. Aber es gibt natürlich auch wieder Ausreißer, die es komplett übertreiben müssen. Und das hier ist einer dieser Fälle. Dir schneide ich vorher die... Dann werde ich deinen Kopf an den Baum fesseln mit nassen Lederschnüren und warte, bis die trocknen und guck so, wie du langsam. Was hältst du davon? Es geht hier um eine Person namens Jakob B. Und ich muss gleich dazu sagen, ich zensiere diese Person in allen Bildern und in allen Videos, die ich hier zeigen werde, weil ich bin mir einfach nicht sicher, ob das wirklich ein echter Mensch ist oder ob das vielleicht ein Troll ist. Weil man kann es halt einfach nicht sagen, weil dieser Mensch hat zwar Drohungen abgegeben, aber hat halt nicht spezifisch Aline Bachmann erwähnt. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn das jetzt irgendein Fremder ist, der mit der ganzen Situation nichts zu tun hat und ich poste dann so ein Bild hier und ich sage euch hier, der hat das gemacht, dann ist es halt Rufmord, so aufs Allerärgste. Aber wenn diese Geschichte wirklich stimmt, dann hat der Herr Jakob B. sich Aline Bachmann gegenüber extrem provokativ geäußert und hat eben auch Morddrohungen abgegeben. Und zwar nicht nur einfach so, sondern halt, er hat ein Video gemacht, wo er gesagt hat, Digga, Aline, ich werde dich umbringen. So ungefähr along the lines. Das ist schon extrem heftig. Ja, also ich sag euch eine Sache, es gibt in Deutschland, wenn ich alle Influencer in Betracht ziehe, ist Aline Bachmann diejenige, die am ekligsten ist, am moralisch verwerflichsten. Schaut euch die ganzen Aktionen an, die sie gerissen hat. Aber Morddrohungen, da bin ich auch kein Freund von. Ganz ehrlich, die muss man in eine Klapse stecken, die muss sich in Therapie begeben, einfach raus aus dem Internet, weil sie schadet sehr, sehr vielen unschuldigen Menschen mit dem, was sie da tut, betrügt sehr, sehr viele ihrer Follower, wo ich mich bis heute noch frage, wie man so einem Menschen folgen kann. Aber das hier, was da eingeblendet wurde, ist nicht schön. Und das ist keine leere Drohung, das ist ein Versprechen. Ich hoffe natürlich, dass es in dem Fall ein Troll-Account ist, weil so sehr man manche Menschen auch disliked, egal wer diese Person ist, muss ich das überhaupt sagen, halt niemand hat den Tod verdient, so, wisst ihr, was ich meine? Und ich hätte gesagt, jetzt wisst ihr, was ungefähr bei Aline Bachmann gerade abgeht und jetzt kommen wir zum wirklich juicy Teil von diesem Video, zum absoluten... Das hört sich jetzt natürlich in erster Linie extrem provokant an, weil es geht jetzt um einen Angriff auf Aline Bachmanns Mutter. Aber ich möchte nicht spoilern, aber gleichzeitig will ich es doch machen. Dieser Angriff, so wie er eben kommuniziert wurde, könnte womöglich, und das ist natürlich hier, es gilt die Unschuldsvermutung, dies, das, ja, komplett fabriziert worden sein. Das kann natürlich sein, das muss auf keinen Fall sein, das ist jetzt auch keine Unterstellung oder so. Denn ich möchte auch erwähnen, dass hier sind alles dritte Personen, von denen ich die Informationen habe und das sind nicht offiziell bestätigte Quellen. Wie gesagt, wir fangen einfach mal an und ihr bildet euch eure eigene Meinung. Wir gehen die Story zweimal durch, meine Freunde. Und zwar zum ersten Mal aus der Sicht von Aline Bachmann und zum zweiten Mal aus einer externen Perspektive. So, es ist der 12.01.2022 und Aline Bachmann ist gerade auf Instagram live. Sie streamt aus ihrem Elternhaus. Danach macht sie den Stream aus und kurz darauf läutet es an ihrer Türe. Aline macht die Tür auf und jetzt lernen wir zwei neue Charaktere kennen. Das ist zum einen ihr Ex-Freund Stefan und zum anderen dessen Freundin Ines. Zum Kontext, das sind die beiden Personen, die laut Aline Bachmann dafür verantwortlich sind, dass sie die ganze Pakete bekommt, dass sie die ganze Pizzen zugestellt bekommt, dass sie ja quasi die ganze Zeit terrorisiert wird. Und diese beiden Menschen stehen jetzt hier vor ihrer Haustür. Und warum er heute hierher gekommen ist, soll ich euch mal sagen, warum? Weil seine Frau mir seit 6 Monaten das Leben zur Hölle macht und meinen Eltern. Ich weiß, deine Mutter hat bei dir einiges falsch gemacht, Stefan. Das weiß ich ganz genau. Du wurdest ja als Kind ins Heim abgegeben. Ich konnte meiner Mutter nicht helfen. Die liebe Ines
stand noch da und hat gelacht. Guck mal, wie die Aline Bachmann zittert. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Ich habe vor diesem Menschen Angst. Er ist ein Monster. Ich habe gesagt, Mama, er kommt. Dass sie von Monstern spricht, aber krebskranken Menschen, Kindern die Hölle heiß macht in der schlimmsten Phase des Lebens oder Tod von anderen Kindern, die leider Gottes sehr, sehr früh von uns gegangen sind, ins Lächerliche zieht beziehungsweise sogar gar verleugnet und tausend andere Fälle von Scam, Betrug, also dass die da wirklich von schlechten Menschen redet, finde ich schon sehr, sehr grotesk. Und er kam und ich hatte Angst vor ihm. Ich habe gezittert. Seine Frau stand da und hat gelacht und gesagt, guck mal, wie die Angst hat, wie die zittert. Aline hat panische Angst, zittert die ganze Zeit und Ines macht eigentlich nichts anderes, außer da zu stehen und sie auszulachen. Und das ist der Punkt, wo sich dann Alines Oma einschaltet und dazwischen geht. Und Alines Oma, wichtig und richtig, hat einen Baseballschläger in der Hand. So, was passiert jetzt? Sie geht dahin, stellt sich quasi so dazwischen und der Stefan nimmt ihr diesen Baseballschläger weg, also reißt ihn ihr quasi aus den Händen raus und dann schlägt er ihre Oma. Wie du hier rein bist in mein Grundstück. Ich habe dich mehrfach gebeten, verlass mein Grundstück. Du bist auf mich los. Du hast mich weggedrückt. Du hast keine Notiz genommen. Ich habe dich mehrfach gebeten, verlasse das Grundstück, dass hier Ruhe einzieht. Ich sag's euch, wie es ist, wie ich das erste Mal gehört habe. Ich habe mir gedacht, bist du narrisch? Was ist das für eine gottlose Geschichte, die hier gerade abgeht? Also for real jetzt, wenn das stimmt, dann weiß ich halt auch nicht mehr, wie ich diesem Menschen helfen soll. Da muss der unbedingt ihnen helfen. Du kannst doch nicht bei irgendwem zu Hause hingehen und einfach die Oma attackieren. Also das geht halt einfach nicht. Aber zu unserem Glück gibt es eine Stellungnahme von Ines. Und ich sag's euch gleich dazu, das ist ein Livestream gewesen, der ungefähr jetzt vor 2 Stunden oder sowas, wo ich das Video aufnehme, passiert ist. Ich war null darauf vorbereitet, dass die Ines live geht, deswegen habe ich das so schnell mit meinem Handy aufgenommen. Aber wie gesagt, den Livestream haben ungefähr 2000 Leute bis jetzt gesehen, also das ist hier exklusive Underground-Information, die ihr bekommt. Aber mal kurz zu der Aussage, dass der Typ die Mutter mit einem Basie geschlagen hätte. Geschubst, gedrückt, kann sein, da sage ich nichts gegen. Aber mit einem Basie, also ein Cousin von mir aus Setterich, Grüße gehen an der Stelle raus, er wurde mit Basie geschlagen. Danach steht ihr nicht und macht irgendein Video oder ein Statement und redet da. Glaubt es mir. Sonst Eisberg Kaiser News, meine Freunde. Also wir gehen die Story jetzt noch einmal durch und zwar diesmal nicht aus der Sicht von Aline, sondern von Ines und Stefan. Und da müssen wir schon ein bisschen früher anfangen. Wir spulen ein paar Stunden zurück und laut Ines war Aline Bachmann am Morgen des 12.01.2022 beim Haus von Stefans Mutter. Ines hat während dem Livestream nicht gesagt, warum sie dort war. Ich weiß es leider nicht. Allerdings das, was wir wissen, also halt angeblich wissen, was hier unterstellt wird von Ines an Aline Bachmann, ist, dass Aline Bachmann der Mutter von Stefan eben gedroht hat mit einer Art Stock. Sie guckte uns verängstigt an und sagte, Aline war 7.50 Uhr bei mir und hat mich terrorisiert. Sie hat meiner Schwiegermutter gedroht. Ich will nicht sagen, ihr was anzutun. Aline Bachmann stand heute früh bei meiner Schwiegermutter vor dem Schlafzimmerfenster, hat sie mit einem stumpfen Gegenschlagstock, whatever, terrorisiert. Meine Schwiegermutter wurde im Erdgeschoss leider. Es ist eine ältere Frau, die von Aline Bachmann grundlos terrorisiert worden ist. Boah, bin ich froh, dass ich mit solchen Menschen nichts zu tun habe, wa? Davon scheint es wohl mehr als genug zu geben. Das ist nicht mehr normal. Es war auf jeden Fall krank, es war richtig krank. Und warum muss man eine ältere Frau um 7.40 Uhr terrorisieren? Warum muss man das machen? Auf jeden Fall haben dann Stefan und Ines gesagt, Herst, fahren wir halt einfach mal zu Aline und fragen sie, Aline, was ist mit dir? Was ist mit dir? Und das ist dann auch der erste Punkt, weil wenn man dem nachgeht, dann hat Aline eigentlich mit der Provokation angefangen. Natürlich fährt man dann dahin. Stell dir mal vor, irgend so ein Honk kommt und provoziert meine Eltern, ja? Oder meine Mom. Als würde ich dann so denken, ja, hey cool, scheiß mal drauf. Lassen wir die Situation nicht eskalieren. Was? So, jetzt stehen wir da, wo wir vorhin auch angefangen haben. Die beiden Leute nebenan, Aline kommt raus, aber jetzt ist auch schon der zweite wichtige Punkt, nämlich Aline hat den Baseballschläger in der Hand. Das ändert die Story faktisch nur minimal, allerdings ist es schon ein großer Unterschied, wenn man rauskommt und einfach nur schaut, wer vor der Tür ist oder direkt mit einem Baseballschläger rauskommt und quasi bewaffnet ist. Denn eine Sache hat Aline Bachmann auch gesagt, nämlich sie wusste, dass Stefan und Ines wahrscheinlich herkommen würden. Ich habe gesagt, Mama, er kommt. Und er kam. Warum sie das wusste, weiß ich nicht. Vielleicht wusste sie das, weil sie angeblich beim Haus von Stefans Mutter war. Das weiß ich natürlich nicht. Das wissen wir alle nicht. Und nochmal. Ja, und da widerspricht sie sich halt wieder, ne? Da exposed sie sich einfach mal wieder. Wie schon in tausend anderen Fällen davor. Solchen Leuten glaubt man irgendwann gar nichts mehr. Ist ja nur noch am Lügen. Ich habe euch das in meiner letzten Reaktion gesagt. Stellt euch vor, und bei ihr kann ich mir das vorstellen, in einem halben Jahr kommt sie an und tut so, als hätte sie Krebs, nur um Mitleid zu generieren. Sowas kann ich mir wirklich bei so Menschen vorstellen. Nur, wer wird ihr das glauben, außer jetzt ihre paar verblendeten Chidi-Fans, die nichts von Videos von Nero oder mir oder Kuchen oder Da Vinci, Drama Detective etc. mitkriegen. Mal zur Erinnerung, das sind alles keine offiziellen Quellen,
es gibt überall die Unschuldsvermutung. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. So, wie war das jetzt eigentlich mit der Oma, die geschlagen wurde? Laut Ines war das im Endeffekt einfach nur so. Ich stand quasi gegenüber von der Astrid. Also Astrid stand quasi mir gegenüber und Aline stand meinem Mann gegenüber. Astrid hat einfach nur ihre Hand erhoben, aber nie um mich quasi zu schlagen, definitiv nicht. Einfach nur um, naja, eine Geste. Und mein Mann dachte aber wahrscheinlich, sie wollte mich schlagen und hat dann eben die Hand so runtergetan. Mein Mann hat Astrid nicht geschlagen. Das heißt, die liebe Oma hat laut der Ines einfach nur so quasi so gedeutet und der Stefan hat es dann gedeutet als, hey, ich schlag dich jetzt oder so und hat dann quasi so ihre Hand runtergenommen. Das ist jetzt natürlich Aussage gegen Aussage, was da vorne jetzt richtig ist. So, das Ding ist halt, was war jetzt eigentlich mit dem Baseballschläger? Mir ist dann bekannt geworden, dass Aline das live abgebrochen hat, ist aus dem Haus gekommen mit einem Baseballschläger in der Hand. Frau Bachmann ist offline gegangen, ist mit dem Basie rausgekommen, mit dem Baseballschläger. Frau Bachmann hat dann angefangen von Abdullah, Islam, Terrorismus, was zu erzählen und hat dann klar gesagt, dass mir mein Kind was antun wird. Du hast gerade eben gedroht, mein Kind umzubringen, ist dir das eigentlich bewusst? Ihr seht schon, die Geschichte wird wie Tag und Nacht erzählt von zwei verschiedenen Seiten, aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Es stellt sich heraus, dass das Grundstück von ihrer Oma mit sehr vielen Überwachungskameras versehen ist. Und wo würdet ihr eine Kamera anbringen, wenn ihr euer Haus überwachen wollt? Irgendwie am Eingang oder nicht? Das wäre jetzt der ultimative Schachmattzug, den Aline Bachmann hier stellen könnte, weil im Endeffekt, du musst halt nichts anderes machen, als das Video zu veröffentlichen und jetzt kannst du jedem beweisen, hey, so und so ist es gewesen und nicht so, wie das die Ines sagt. Das wäre nämlich nicht nur gut für den Ruf, sondern das wäre auch gut für die polizeiliche Arbeit, abgesehen davon, dass sowieso alles online gestellt wird. Also jeder Typ, der hier angezeigt wurde, beziehungsweise der hier ermittelt wurde, der wurde jetzt schon gepostet von ihr live auf ihrem Instagram-Account, also einfach in die Öffentlichkeit quasi gestellt. Den moralischen Wert würde ich jetzt nicht ansprechen, das ist nicht meine Aufgabe, aber wenn du schon alles postest, warum denn nicht auch die Überwachungsvideos? Das war's mal wieder mit dem Video, meine Freunde. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ja, das ist eine gute Frage, die er da gestellt hat. Warum? Wir kennen die Antwort darauf. Sie ist eine notorische Lügnerin. Ganz einfach. Und da kommen wir wieder zurück zu den ganzen Leaks, die es zurzeit gibt. Und es werden noch sehr, sehr viele weitere Leaks folgen. Hat sie es verdient? Darüber kann ich nicht urteilen. Bin ich traurig darüber, dass diese Sachen geleakt werden? Naja, dazu enthalte ich mich auch lieber. Aber ihr könnt mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Merkt ihr nur eine Sache, liebe Aline. Auf dieser Welt gibt es viel, viel mehr Leute, die für Gerechtigkeit einstehen, wie für Ungerechtigkeit. Du wirst mit deinen Lügen und dem ganzen Lügenkonstrukt, den du da aufgebaut hast, nicht sehr weit kommen. Früher oder später wird der Tag kommen, an dem du nicht mehr deine Tätigkeit als Influencerin ausüben kannst. Deswegen ein gut gemeinter Tipp, such dir einen Job, falls du überhaupt noch mit deinem Ruf irgendwo einen vernünftigen Job ergattern könntest und halt dich einfach fern aus dem Internet. Du tust dir nicht gut und sehr, sehr vielen anderen Leuten da draußen nicht. Es wäre eine Win-Win-Situation für jeden, ist nur ein gut gemeinter Ratschlag von mir. Danke geht auch an der Stelle raus an Don Ameise, der mir diese ganzen Leaks hat zukommen lassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!